Nee, jetzt mit ein bisschen Abstand zum Spiel in Einburg. 1:1, unentschieden. Bist du fein damit? Ja, so wie das Spiel gelaufen ist auf jeden Fall, muss man damit zufrieden sein, auch in der, ich sag mal, etwas schwierigeren Situation, die wir aktuell haben, dann auch mit den Verletzten und so, muss man dann einfach auch aufgrund des Spiels so damit leben. Du hast richtig gesagt, vor dem Hintergrund unserer Situation, der Verletzten-Situation, die ist ja nun, also Verletzte haben irgendwie alle, aber in dieser Form ist das schon eine krasse Nummer. Hast du das in der Art schon mal erlebt? Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Also ich glaube auch, dass das schwer möglich ist, dass man in einer Saison oder gerade in so einer kurzen Zeit so viele verletzte Spieler hat. Und unabhängig davon, dass eine Verletzung weniger schlimm ist, wenn es einen Spieler trifft, der jetzt kein Stammspieler ist, trifft es bei uns natürlich dann auch noch extrem wichtige Spieler. Und das ist am Ende vielleicht für ein, zwei Spiele zu kompensieren. Aber auf Dauer wird es natürlich schwierig, weil die anderen Jungs dann auch erst in die Rolle reinwachsen müssen. Und ja, wenn das dann passiert ist, dann glaube ich auch, dass wir dann vielleicht sogar gestärkt rausgehen. Aber so in der aktuellen Situation muss man dann einfach auch ja, die Kirche im Dorf lassen und dann auch eben mit einem Punkt in Einburg leben können. Was macht denn das auch mit dem Trainingsbetrieb? Man schaut natürlich immer auf das Spiel, ganz klar. Aber zwischen den beiden Spielen passiert ja auch was. Und wenn da nur wenige Leute da sind oder eben nicht alle da sind, dann hat das ja möglicherweise auch Auswirkungen auf Trainingsqualität etc. Wie erlebst du das? Ja, wir hatten letzte Woche so eine Situation, das war in der Mittagspause. Da können ja logischerweise die U19-Spieler dann nicht dabei sein, weil sie in der Schule sind. Und dann haben wir Mittagspause gehabt und dann war es irgendwie so, hä, es kann doch nicht sein, dass das jetzt schon alle sind. Und dann hat der Trainer auch gesagt, sind das schon alle? Das waren dann schon alle, ja. Es war dann so ein kleiner Haufen. Ja, das macht sich dann schon bemerkbar, ja. Das ist dann halt auch so, dass man irgendwie so eine halbe U19 schon fast ist, so, wenn man ist fast 50-50 so im Trainingsbetrieb von den Spielern. Deshalb, also, das merkt man natürlich auch, aber das ist ja auch irgendwie eine schöne Aufgabe, das in der aktuellen Situation zu machen. Man stelle sich mal vor, wir wären irgendwie im Abstiegskampf und müssten dann jetzt natürlich mit einem ganz anderen Druck umgehen. Insofern glaube ich, dass wir trotzdem noch zufrieden sein können. Ihr habt in den ersten Spielen ja wirklich begeistert mit eurer Aggressivität, mit dem hohen Anlaufen, mit dieser Intensität, mit der ihr gespielt habt. Das ist ja in der jetzigen Situation sehr wahrscheinlich gar nicht machbar. Das heißt, man muss auch das Spiel umstellen. Gehst du damit, dass das momentan problematisch ist und dass das eben der einzige Weg ist, den wir gehen können? Ja, auf jeden Fall. Fakt ist ja auch, dass jeder Spieler seine Stärken und seine Schwächen hat. Und so wie wir am Anfang gespielt haben, das hat natürlich auch so ein Stück weit die Stärken der Spieler wiedergespiegelt, die auf dem Spielfeld standen von Anfang an. Und wenn man dann punktuell jemanden bringt, dann bringt er nochmal so ein bisschen was Neues mit ins Spiel. Aber man verliert nicht diese Grundaggressivität beziehungsweise dieses, ich sag mal, hohe Pressing, was wir gespielt haben. Und wenn dann aber natürlich 4, 5 andere Spieler spielen, dann verändert sich so ein Spiel schlichtweg einfach. Und das hat man jetzt auch gesehen. Deshalb muss man dann vielleicht auch schauen, dass wir uns dahingehend auch vielleicht, nicht vielleicht, sondern dass wir uns dahingehend auch einfach unserem Spielermaterial, da haben wir das Wort, was so verpönt ist, so ein bisschen danach richten und einfach gucken, dass wir die Stärken der Spieler, die jetzt in der Pflicht stehen, einfach aufs Spielfeld bringen. Gute Nachrichten gibt es für Samstag. Joel Richter und Erik Weinhauer, Dorf auf Holz, können am Samstag ja wieder mit dabei sein nach der abgesessenen Sperre. Was ist in unserer Mannschaft gegen Victoria Berlin möglich? Ja, zuerst einmal muss man ja sagen, dass das zwei Jungs sind, die, glaube ich, gerade aktuell die torgefährlichsten sind in unserer Elf. Und das ist natürlich dann auch schon extrem wichtig, dass man die zurückbekommt und macht uns natürlich dann auch wieder vielleicht ein bisschen durchschlagskräftiger nach vorne. Und ja, ich bin guter Dinge, dass wir hier dann wieder einen Heimsieg feiern können. Ich meine, das sind jetzt 3 Spiele, die wir nicht gewonnen haben. Deswegen das Gefühl, dann wieder so einen Sieg feiern zu können vor heimischer Kulisse, da habe ich richtig Bock drauf. Da hat, glaube ich, auch die Mannschaft Bock drauf. Haben wir alle Bock drauf, freuen wir uns drauf. Drücken wir euch die Daumen. Danke. Danke.